So, hallo und willkommen zurück zu Minecraft Ultra Hardcore. In der letzten Folge haben wir irgendwas gemacht und in dieser Folge machen wir auch irgendwas. Und wir haben zwei Rotten Flash. So, ich habe vergessen, was wir in der letzten Folge gemacht haben. Ich habe auch vergessen, was ich in dieser Folge machen möchte. Und zwar hauptsächlich deswegen, weil ich nicht weiß, was wir machen sollten, ne? So, was mache ich mit den drei Büchern? Ich habe nichts zu essen, nicht vernünftiges. So, okay. Die zwei Seeds tue ich mal weg. Das Feuerzeug tue ich mal weg. Die vier Stöcke tue ich mal weg. Statt. Wer will schon rosa Tulpen? Kann man daraus wenigstens irgendwas machen? Rosa Farbstoff. Aber wir wollen roten Farbstoff machen. Also roten und gelben Farbstoff kann man. Orangenen Farbstoff machen. Das ist cool. Also machen wir vier Orangen und Farbstoff aus Orange und Blau kann man machen. Gar nichts. Aus Rot und Orange kann man machen. Na okay, man kann glaube ich nicht so viel machen. So, egal, wir haben jetzt neue Farbstoffe und das ist ganz, ganz knorke. Oder so ähnlich zumindest. Was kann ich mit Sonnenblumen machen? Kann ich da aus gelbem Farbstoff machen? Ja. Mache ich halt mehr orangenen Farbstoff. So. Eigentlich mache ich das Ganze gerade nur, um das Zeug effizienter zu speichern, aber ganz ehrlich, scheiß drauf. So, drei Bücher, bla 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 und meine ganzen Schwerter. Okay. Dann kann ich jetzt ja auch. Was mache ich gerade? Die ganze Zeit überhaupt. Ich glaube, ich gehe wieder Äpfel farmen, ne? Ich glaube, das war das, was ich machen wollte. Nicht wollte, aber sollte. So, und ich nehme doch die vier Stöcke wieder mit. Nehme mir vier Eisen. Und crafte mir daraus eine Axt und eine Schaufel aus Eisen. So. Und dann tue ich jetzt mal dieses alte Zeug einfach weg. Einfach, weil ich es nicht brauche. Oh Mann, meinem Dorf geht's echt schlecht. Aber das ist mir herzlich egal, weil ich trade eh nicht mit den Villagern mehr. So. So, wir machen jetzt einfach wieder Apfelsuche. Ist toll, ne? So. Ich baue diese beiden Bäume ab. Okay. Da hinten ist noch ein Baum, aber den baue ich jetzt nicht ab. Ist mir jetzt zu viel Arbeit. Da hinten sind noch Bäume. Die baue ich gerade ab. Jo, und so weiter geht's. Und so weiter geht's. Ne? Und vielleicht, wenn es gut läuft, dann gehen wir in dieser Folge noch, wie heißt's? In den Nether und, also in den Nether oder in den Nether oder wie auch immer man es jetzt aussprechen mag. Und ich möchte jetzt echt überprüfen, ob ich echt noch nicht genug Schaden mache für dieses OP-Achievement. Anscheinend echt nicht. Okay. Okay. Ja, kann ich auch nichts gegen machen. Muss ich dann doch wohl wirklich, das Level 4er holen. Schärfe 4 also. Würde ich ja eh holen wollen, insofern passt's ja auch schon. Boah, warum droppt ihr denn keinen Apfel? Das ist doch scheiße. So schwer kann das doch nicht sein, mir einen Apfel zu droppen. Scheiß Baum, ey. Nein, Äpfel, keine Eichensetzlinge. Äpfel, keine Eichensetzlinge. Ich fühle mich dezent ignoriert, werde ich auch. So. Ey. Gib mir Äpfel. Ich brauche
brauch Äpfel, weil ich brauch Herzen und Sauerei. Ich wäre fast in die Höhle gefallen, ey. Bitter. Okay, da ist noch ein Baum. Noch ein Baum. Dann zerschlage ich den mal. Ach komm schon, komm schon. Oh, ein Apfel. Cool, danke. Ein Apfel ist ja cool. Ich berechne mal kurz was. So. 10,75 Schaden macht also dieses Schwert. Man muss für das OP-Achievement, soweit ich weiß, 16 machen. Wenn ich jetzt kritte, mache ich ein bisschen mehr Schaden als normal. Und zwar anderthalb mal so viel. An sich müsste das schon reichen. Oder sind die Kaninchen... oder muss der Schaden tatsächlich auch real gemacht werden? Also muss das empfangende Mob auch tatsächlich so viel Herzen haben, dass diese 8 Herzen Schaden tatsächlich nehmen kann. Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Wäre vielleicht intelligenter, einfach normal zu craften. So. So, einen goldenen Apfel, den fressen wir auch direkt, denn wir können's. Om nom nom. So, und ich mache mir auf jeden Fall noch eine wichtige Sache für den Nether. Ich sollte echt dazu übergehen, einfach normal das Zeug rauszulegen. So. Und zwar mache ich mir noch 2 Kessel. Denn Kessel sind was Wichtiges im Nether, denn sie helfen dir, dich zu löschen. Denn mit Kesseln kannst du dich im Nether löschen und Wasser platzieren. Und das macht sie praktisch. So, und jetzt gehe ich hier hin, platziere kurz die Tür, so. Und jetzt gehe ich in den Nether. Mit meinen 7 Herzen. Und deswegen könnte das jetzt vielleicht auch die letzte Folge sein. Für dieses ganze Let's Play. Weil der Nether ist ja gefährlich, wie wir alle wissen. Okay. So. Wobei, so gefährlich ist er natürlich auch wieder nicht. Das wird natürlich auch immer wieder übertrieben. So, und zwar werde ich den Nether jetzt hauptsächlich, glaube ich, benutzen, um mir Quarz zu holen, weil Quarz bringt extremst viele Erfahrungspunkte. So. Wie es euch vielleicht aufgefallen ist, es sind extrem viele Erfahrungspunkte. So, und jetzt höre ich auch ein bisschen hin, damit auf gar keinen Fall ein Ghast spawnt und mich abschießt, weil davor habe ich wirklich panische Angst. Weil so ein Ghast ist halt schon extrem scheiße zu bekämpfen. So. Die Pigmen nicht angreifen, dann greifen sie auch dich nicht an. Wo ist er? Ich habe ihn nicht gekriegt. Du scheiß Vieh, krepier einfach. Krepier, sagte ich. Nein, ich habe Schaden genommen. Aber nur ein halbes Herz. Ich hau, glaube ich, wieder ab. Oder? Wobei, an sich... Also noch ein Hit würde ich überleben. Oh Gott, davor habe ich auch noch total Angst, dieses Achievement mit mir zu holen. Dieses schieße einen Gastfeuerball zurück. Und den damit halt noch wirklich zu töten, das ist ja schon extrem schwer. Deswegen habe ich davor schon ein bisschen Angst. Ja, davor habe ich echt schon ein bisschen Angst. So. Oh Gott. Ich gehe dann wieder zurück in die normale Welt. Tschüss.
Oh Gott, Nacht. Nacht in der Oberwelt ist echt gefährlicher als der ganze Nether. Das ist ein bisschen... Klingt ein bisschen dämlich, ist aber so. Okay, einfach schlafen, einfach schlafen, einfach schlafen. Okay. So. Jo, wir haben auf jeden Fall 10 Level bekommen im Nether. Das ist keine schlechte Statistik. Und das feiere ich. So, und zwar crafte ich mir jetzt ein Schärfe-2-Schwert wieder. Aus den beiden crafte ich mir ein Schärfe-2-Schwert. Schärfe-3-Schwert. Und die beiden zusammen kosten mich 10 Level. 10 Level. Okay. 10 Level. Das kann ich an sich noch schaffen. So. Und deswegen versuche ich das jetzt auch einfach wieder. 10 Level. Das ist ein realistisches Ziel und das versuche ich in der Folge am besten noch zu schaffen. Und wenn ich, dann sollte ich eigentlich das Overpowered Achievement schon haben. So. Der Ghast ist natürlich immer noch da, klar. War ja auch niemand da, um ihn zu entfernen. Oh Gott. Problem. Oh Gott. Du lässt mich in Ruhe, Ghast. Ich sagte, du lässt mich in Ruhe, Ghast. Ghast, du lässt mich in Ruhe. Ganz ehrlich, nein. Ghast, du lässt mich in Ruhe. Okay, ich glaube, ich bin sicher vor ihm hier. So. Level 7 schon mal. Level 10 geht ja an sich auch noch zu farmen. Es gibt ja weitaus schlimmere Dinge. Also es gibt ja Leute, die farmen sich Level 30. Das finde ich dann schon immer ein bisschen hart. Weil Level 30 ist schon extremst langweilig und schwer zu farmen. Deswegen mache ich das auch nie. Es gibt ja Leute, die farmen sich Level 100, aber die verstehe ich absolut nicht. Klar, es ist cool, Level 100 zu haben. Und mit einer Mobfalle geht das auch an sich gar nicht so schwer, aber trotzdem. So, komm. Level 11 hole ich mir noch mehr, mache ich jetzt nicht. So, Level 11. Und zurück in die normale Welt. Und dann crafte ich mir da ein Schärfe 4 Schwert. So. Dann einmal Schärfe 4, bitte. Einmal Schärfe 4, bitte. Einmal Schärfe 4, bitte, und zwar aus diesem und diesem Schwert machen wir jetzt Schärfe 4, bitte. So, Schärfe 4, ach komm, das können wir, glaube ich, auch noch umbenennen, ne? Benennen wir gerade um in, wenn wir es jetzt umbenennen, ach, es kostet 8 Level, ganz im Ernst, nee, so viel bezahle ich dafür nicht. Ich finde, umbenennen sollte generell nur ein Level kosten. So, okay. Wir haben wieder ein neues Rotten Flesh. Auch wenn es uns wahrscheinlich gar nichts mehr bringt, weil wahrscheinlich alle Clerics tot sind. Aber egal. Ein Mob, bitte. Nee, eine Fledermaus mache ich jetzt nicht. Daran mache ich jetzt wirklich nicht Overkill. Aber hier, hier. An dir kann ich doch dieses Overpowered Achievement relativ einfach bekommen.
Oh Gott, du hast rote Augen. Ich hatte gerade Angst, du wärst der Killer Bunny. Okay, einmal Schwert in die Hand. Okay, das Mob muss anscheinend die Herzen wirklich auch haben, weil, wenn wir, dieser Schlag hat garantiert 9 Herzen Schaden gemacht. Der gerade hat 9 Herzen Schaden gemacht und 8 Herzen reichen, soweit ich weiß, für das Achievement. Das heißt, wir suchen uns demnächst dann irgendwann auch nochmal einen Zombie. Ich höre gerade einen. Wo ist er denn? Ist der hier irgendwo unter der Erde? Hallo Creeper. 3 Stück gleich. Kommt mal her. Kommt mal her. Lel. Lel. Hä, hey, das war doch Overkill an sich, das Achievement, oder? Ach, 9 Herzen Schaden. Oh, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Aber das müssten auch 9 Herzen Schaden sein. Oder wird nur der Bonusschaden, das kann natürlich auch sein, dass nur der Bonusschaden halbfacht wird. Dann habe ich gerade nur 8,5 Schaden. 8,75 Herzen oder so Schaden gemacht. Naja, da muss ich mir wirklich noch Schärfe 5 machen. Oh Gott, das wird ekelhaft. Oder ich mache mir Schärfe. Oder ich mache mir halt einen Strength Pot. Oder ich mache mir irgendwie Bann oder sowas auf dem Schwert und dann schlage ich damit einen Zombie. Meh, das könnte ich natürlich auch machen. So, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Das ist eine interessante Frage. Ich glaube, ich gehe dann nochmal hier hin und vielleicht soll ich echt einen Leloe töten. Das wäre schon extremst lebensmüde, glaube ich, aber why not eigentlich? Sind wir mal ehrlich. Ist der Gast noch hier irgendwo? Lol. Ein Baby Pigman Hühnerreiter. Das ist auch krass selten, sowas. Solange der mich aber nicht angreift, bin ich glücklich. Weil auf eine Pigman-Sache hätte ich so keinen Bock, dann wäre ich ja insta-tot eigentlich. Weil bei den Mengen an Pigman, die es im Nether gibt, ist man echt insta-tot. So, merkt man kann hier kein Wasser platzieren. MLG Water geht hier also nicht. Okay. Wir fahren uns noch ein paar Level, glaube ich. Den Rest der Folge. Ja. Solange du mich nicht abschießt, ist mir egal, was für komische Geräusche du machst, mein lieber Gast. Oh Gott. Das klingt wie nach einem Schuss. Okay, ganz ehrlich. Oh Gott, die machen mich immer extrem nervös, diese Schlöpfe. Der hat mir jetzt einen Herzschaden gemacht. Du gefällst mir nicht, mein Lieber. Wo ist der kleine Gast überhaupt? Habe ich überhaupt einen Bogen? Bogen. Bogen bräuchte ich mal. Ja, komm, ich mache mir jetzt noch einen Bogen. Weil ein Bogen ist ja an sich schon noch was Wichtiges. Ohne Bogen ist man letztendlich ja aufgeschmissen. Insofern hole ich mir jetzt noch einen Bogen. Ja, ein Bogen ist was Nettes. Ein schönes Relikt. Relikt passt als Wort da überhaupt nicht, aber... Ich hab nicht mal 3 Strings. Ich hab nicht mal 3 Strings. So wenig... Gott, so wenig Spinnen habe ich also getötet. Dass ich keine 3 Strings hab. Läuft bei mir. Läuft bei mir echt mal. Oder eher gesagt, läuft bei mir nicht. Ich hab ein Spinnenauge. Warte mal. Lol. Aber ich habe keine 3 Strings. Ja, okay, die mache ich in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage tschüss. Tschüss.